Erkennen, erwachen, verändern. Ich freue mich, euch wieder zu sehen bei Neo. Seht die Welt mit anderen Augen. Ja, vorab, bevor wir loslegen, vielen Dank erstmal an Gerda, Rolf, Iris und Christine für eure liebe und nette Unterstützung, dass unser Format hier überhaupt bestehen bleiben kann. Ihr habt mitbekommen, am Wochenende, jeden Sonntag bringen wir ein Hörbuchkapitel kostenfrei, geben wir das raus. Jetzt am Sonntag kam raus die Lüge hinter der Ukraine-Krise. Ich war mehr als erstaunt, wie extrem es angenommen worden ist von euch. Könnt mal reingucken. Ich glaube, wir hatten 12.000 Aufrufe innerhalb von ein paar Stunden nur. Und da geht es ja letztendlich darum, was lief da Tatsache 2014 ab? Was steckt dahinter? Da sind wir weiter zurückgegangen. Putin, vor Putin, Jelzin, was hat die USA eigentlich mit dem Land gemacht? Hört da einfach mal rein. Die Woche davor hatten wir den 11. September. Und wir legen eine extrem hohe Qualität, auf hohe Qualität Wert, dass ihr das von uns immer bekommt. Genau, und viele von euch haben mitbekommen, dass gerade die Telegram auch gucken, die sogenannten freien Kanäle, alternativen Kanäle, dass da eigentlich nur noch gewettert wird, also die Welt bricht auseinander, eigentlich sterben wir bald und wir müssen ganz dringend uns versorgen, selbst versorgen. Alle, die das von mir hier erwarten, die können jetzt ausschalten, da muss ich euch massiv enttäuschen. Das ist überhaupt nicht meine Botschaft. Ich gehe auch gleich näher darauf ein, warum. Weil wenn ich mir andere Kanäle angucke und da sehe ich beispielsweise vorbereitet auf die kommende Krise, oh meine Tipps, ist unvorstellbar, gönnen den Jungs und Mädels das ja alle, dass sie da hunderttausende von Aufrufe haben, aber im Endeffekt, ihr kennt es sicherlich, euch geschehe nach eurem Glauben, sagte Jesus damals schon, und was ich befürchte, ist über mich gekommen, Hiob, die selbsterfüllte Prophezeiung, das kommt ja nicht von irgendwo her, diese Sprüche, und dann kommt das Ego um die Ecke, sagt, ja, ist ja alles bloß bla bla, hatte mit mir gar nichts zu tun. Und darüber möchte ich heute mit euch reden. Ihr müsst euch mal, also wenn ich das so höre, auch in meinem Umfeld von Leuten, die sagen, ja, ich muss jetzt noch hamstern, ich muss noch im Keller, ich muss noch diesmal, also die sind fast alle, nicht alle, aber fast alle im absoluten Endzeit-Angstmodus unterwegs. Und dazu kann ich nur eins sagen, Jesus hatte recht, euch geschehe nach eurem Glauben. Sag mal, das ist eine Frechheit. Du möchtest also, dass uns das schlecht geht, Heiko? Nee, nee. Hier geht es um was ganz anderes. Wir müssen uns Gedanken machen, was läuft in unserem Körper dabei ab? Wir müssen mal die Ebene wechseln, auf die Metaebene gehen. Und da werden wir feststellen, dass die neuesten Erkenntnisse ja mittlerweile festgestellt haben, dass das Herz keine Pumpe ist, ist ja klar. Aber gehen wir viel weiter. Da geht es darum, dass mittlerweile festgestellt wurde, dass mehr Nervenkanäle vom Herz zum Gehirn gehen als umgedreht. Was bedeutet das? Dass dort eine Einheit vorhanden ist. Also nicht, hier ist eine Maschine und in der Maschine ist da so ein Teil, der nennt sich Herz, und dann ist noch ein Teil, der nennt sich Gehirn. Da müsste mittlerweile allen klar, dass es nicht der Fall ist. Also es ist eine enge Verbindung zwischen Gehirn und Herz. Und ihr müsst euch also vorstellen, wenn man sich mal mit befasst, mit dem Placebo-Effekt, da mal reingeht in diese Thematik. Wie ihr wisst, schreibe ich ja gerade ein neues Buch. Und da habe ich mich ganz intensiv mit all diesen Themen auseinandergesetzt. Und da geht es nur um sowas, um nichts anderes, sei gleich vorab. Und dann werdet ihr feststellen, dass im Zweiten Weltkrieg ein US-Arzt, Henry Beecher, existiert hat. Also der Mann hatte ein Problem im Lazarett bei den US-Soldaten, bei seinen amerikanischen Soldaten, dass dieses Morphium ausgegangen ist. Und dann hat er gesagt, okay, ich nehme mal eine Kochsalzlösung und sage dem Soldaten, der Schmerzen ohne Ende hatte, pass auf, du kriegst jetzt von mir Morphium und dann werden die Schmerzen besser werden. Und das ist ja nachweislich, könnte man sagen, die Erfindung oder beziehungsweise die Geburtsstunde vom Placebo-Effekt, dass die Schmerzen Tatsache extrem gelindert wurden. Gibt es ja Abhandlungen, selbst erstaunlicherweise der Mainstream hat darüber ja berichtet. Wir hören sowas, tun es dann so ab und sagen, ja, ist ja interessant. Aber irgendwie, da muss ja was drin sein, weil es ja auch irgendwie gegen die Pharmaindustrie, weil die wollen ja verkaufen, ist ja klar, die leben ja nicht von gesunden Menschen. Deswegen haben wir auch diesen Impfmarathon, der eigentlich ja letztendlich ein Genmanipulationsmarathon des Körpers ist. Das ist aber eine andere Geschichte. Wir bleiben jetzt dabei bei dem Placebo. Ihr müsst euch so vorstellen, wenn eine Kochsalzlösung nachweislich massive Schmerzen wegnimmt, weil derjenige denkt, es ist Morphium, was ich bekomme, müsst ihr euch mal bitte vorstellen, wie sich euer Herz, nicht euer, ihr seid ja letztendlich informiert, ich spreche von der Masse da draußen, wie das Herz
sich fühlt, wenn permanent im Sekundentakt wirklich hintereinander Angst, 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 ich könnte sterben, auch weil was passiert, mein Job, ich erfriere im Winter, auf Weiher, dann haben sie uns gerade wieder belogen, der Krieg, kommen die Russen, dann haben sie uns jetzt einen Tag gesagt, so interessiert mich ja nicht, weil, Heiko, hast du gehört, am so und so 4. September, ist mir egal, will ich damit nur sagen, das hören die jeden Tag, was meinst du, was das Herz macht nur noch so, und irgendwann fällt es quasi um, also für Deutsch, derjenige kriegt einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall, oder das ist halt eigentlich nicht lustig, ich muss es bloß ironisch rüberbringen, weil ihr müsst die Verbindung in euch einfach mal sehen. Das Herz sagt irgendwann mal, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, du knallst doch richtig auf mich rein. Und das ist die Situation, die wir alle haben, derzeit, die meisten. Das ist der Grund, meine Mutter liegt dann immer noch aktuell im Krankenhaus, auf einer, sie hat keinen Schlaganfall, weil viele haben gefragt und danke an dieser Stelle an die Grüße, an meine Mutter für die Grüße. Ich habe mit dem Arzt gesprochen, hat dermaßen zugenommen, Schlaganfälle, Herzinfarkte, mehr gab es eigentlich noch nie. Gebrochene Herz, ist doch klar. Und wir tun nicht ab, jetzt kommt nämlich der größte Feind, den wir haben in uns drin, ist das Ego. Also der Ego-Verstand. Ja, wie gesagt, der Verstand ist ein guter Diener, aber ein schlechter Meister. Und das Kuriose ist, wir kommen jetzt und feiern einen Placebo-Effekt. Und die Weisen Asiens wussten jetzt schon immer, wie es abläuft. Also das war völlig normal in Indien. Bei Operationen über ihre Gedankenkräfte haben die es gemacht, dass sie keine Schmerzen hatten, weil im Endeffekt wird ja auch bloß ein Betäubungsmittel uns gespritzt letztendlich, wo im Nervenbereich letztendlich wir bloß Signale bekommen, dass da gerade was quasi wie betäubt ist. Und das ist der Punkt, diese Kräfte haben wir ja in uns drin, aber wir agieren permanent dagegen, permanent gegen die Naturgesetze, die ja vorhanden sind. Und wenn es auf der einen Seite einen Placebo-Effekt gibt, muss es auch einen Nocebo-Effekt geben. Warum? Weil wir leben in der polaren Welt, ob wir wollen oder nicht, in der Zweiheit. Wir sind geboren in der Zweiheit. Hell, dunkel, gut, böse, Mann, Frau, Mut, Demut und so weiter. Wir wollen aber immer nur eine Seite leben. Und deswegen sind wir in Disharmonie, sind wir nicht mehr im Ausgeglichen. Und die ganze Erde sieht ungefähr momentan so aus. Aber die Erde ist das Außen und wir sind das Innen. Und so wie innen, so auch außen. Und deswegen können wir und jeder Einzelne für sich nur entscheiden, dass er sagt, ich gehe in meine Herzenergie, ich gehe in das Vertrauen. Weil selbst Goethe im Zauberlehrling hat ja geschrieben oder gesagt, die Geister, die ich rief, die ziehe ich an und werde sie nicht mehr los. Und genau das ist es, wenn ich den ganzen Tag das noch höre, dann kann ich ja nachts nicht mehr schlafen. Das ist ja einer der Gründe, warum die Menschen Schlafmittel nehmen bis zum Abwinken mittlerweile, warum die sich betäuben mit allen möglichen Alkoholiker, anderen illegalen Drogen, weil sie gar nicht mehr klarkommen. Ich hatte ein nettes Gespräch den Tag mit einem Handwerker von mir, den habe ich mal den Tipp gegeben vor längerer Zeit, der sich auch beschwert über Politik und sich immer aufgeregt hat, sagte Heiko, mein Puls ist ja gestiegen und eine Bekannte von mir im Übrigen, schönen Gruß nach Hamburg an dieser Stelle. Die kam von 0 auf 100 quasi, also eigentlich von 0 auf 200 am Donnerstag ins Krankenhaus dort, weil die haben schon gedacht, die Frau stirbt gleich, Schlaganfall. Die befassen sich auch mit all so ein Ding und regen sich auf über alle möglichen Sachen und das ist nicht gut. Und diesem Handwerker habe ich gesagt, weißt du was, schalte doch mal den Fernseher aus. Und jetzt kommt der Kuriose, er war ehrlich, er hat zu mir gesagt, weißt du was, Heiko? Ich bin ehrlich, ich habe trotzdem weitergeschaut, aber ein bisschen weniger. Und da ist mir aufgefallen, dass ja eine Art Suchtfaktor dabei ist. Also du sagst dir, irgendwie ist es normal, wie ich abends eine Zigarette rauche, mache ich noch einen Fernseher an, aber irgendwie merke ich gar nicht mehr, dass ich eine Zigarette rauche, weil das ist schon eine unbewusste Handlung von mir geworden. Das ist also eine Angewohnheit, die wurde übernommen durchs Unterbewusstsein als ganz normal. So war es mit dem Fernseher auch. Jetzt hat er aber Tatsache eine Woche nur geschafft, hat er gesagt, es ist mir richtig schwer gefallen, sogar den mal auszumachen. Seitdem schläft er besser, er hat auf immer mehr Zeit für die Familie. Seine Frau ist auch mal ganz froh, dass sie Aufmerksamkeit von ihm bekommt in allen möglichen Bereichen, die es so gibt zwischen Männern und Frauen. Und die unternehmen auch mehr miteinander in dieser kurzen Zeit. Deswegen war es für mich immer unerklärlich, ich habe es ja so oft schon gesagt. Wer weniger Fernsehen sieht, mehr durch, aber irgendwie, da muss irgendwas sein, also wirklich wie so ein Suchtfaktor, dass die Leute sagen, trotzdem muss ich mich informieren. So, da reden wir gar nicht über die ganzen Faktoren, über die ich ja geschrieben habe an dieser Stelle nochmal. Fand ich auch lustig jetzt, die sagten, Heiko, Jahrhundertlüge, Jahrhundertlüge, ja, die wussten gar nicht, dass in der Jahrhundertlüge 2, dass das überhaupt existiert. Die kennen bloß die Jahrhundertlüge. Ukraine-Krise stand da drin.
11. September, das Hörbuchkapitel, alles aus diesem Buch, Manipulation übers Fernsehen, wie das abläuft, dass es dort andere Ebenen gibt, andere Schwingungsfrequenzen, die das Auge nicht sieht und trotzdem das Unterbewusstsein es aufnimmt wie ein Schwamm. Steht auch in dem Buch drin. Deswegen erwähnen wir viel damit, sagen, Mensch, Heiko, das habe ich gar nicht gelesen in dem Buch, die Jahrhundertlüge 1. Da können sie ja nicht, weil steht ja in Buch 2 drin, um das mal geklärt zu haben. So, und da sind wir bei einer wichtigen Geschichte. Du ziehst letztendlich das an, ist ein Geistesgesetz. Das, wovor du Angst hast, ist wie ein Magnet und du ziehst es einfach in dein Leben. Und ich hatte schon einmal, die mein Format lange verfolgen, eine Geschichte erzählt von jemand, um das mal abzukürzen, der hat bei einer Berliner Bank, bei einer großen Berliner Bank gearbeitet als Verkäufer von Edelmetallen. Und die hatten nur einen Schalter zu dem Zeitpunkt, weil es war völlig uninteressant, weil die Banken haben sich von diesem Geschäft zurückgezogen. Das war irgendwie Anfang der Jahrtausendwende, so lange ist das jetzt her. Und den Mann habe ich ganz nett kennengelernt und der war wirklich sehr tief drin in Themen. Da habe ich noch nicht mal meine Bücher geschrieben. Also er wusste voll Bescheid, Federal Reserve Bank, Giralgeldsystem, wie wir belogen werden und so weiter und so fort. Und der war damals schon von überzeugt, von Edelmetallen, wie das abläuft und so weiter. Was will ich damit sagen? Der war besser informiert als jeder andere, da konnte ich so ein paar Sachen lernen, zumindest in dem Segment. Der hat gesagt, wissen Sie was, Herr Schrank, der Schalter wird zugemacht und unsere Bank macht das gar nicht mehr. Also du musst quasi das irgendwo bestellen, umständlich, aber nicht mehr hingehen, Geld hinlegen und, sag mal, den Goldbahn mit nach Hause nehmen und den Krüger ran. Und der ist zu einer Firma gegangen und, kann ich ruhig sagen an der Stelle, Pro Aurum, glaube ich, und dann hatte ich ihn dort besucht und irgendwann bin ich hingekommen, habe gesagt, wo ist denn Herr so und so? Na, der ist nicht mehr da, wo ist denn der? Der ist tot, der ist an Herzinfarkt gestorben. Da geht er unvorstellbar. Also der hat quasi wie Dagobert Duck wahrscheinlich voll alles schon gelagert bei sich zu Hause, sich auch auf die große Krise vorbereitet, aber die hat er nicht mehr erlebt, weil er nämlich tot ist. Und deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen, wie im Zen-Buddhismus, ihr kennt ja diese Geschichte, wo es darum geht, dass der Tod unterwegs ist, kommt vorbei an einem Wandersburschen. Der Wandersbursche sagt, hey Tod, wo rennst du hin? Ich gehe in die Stadt und bringe dort 100 Menschen um. Nach einigen Tagen kommt der Tod zurück, der Wandersbursche sieht ihn, ist völlig aufgelöst und sagt, du hast mich angelogen, du hast gesagt, du bringst nur 100 Leute um und hier sind Wanderer vorbeigekommen, die sind geflüchtet aus dieser Stadt und da wurde mir gesagt, dass ca. 100.000 Menschen du getötet hast. Und da hat der Tod zu ihm gesagt, stimmt nicht. Ich habe zu meinem Wort gestanden, ich habe 100 getötet und der Rest hat ihre eigene Angst, sie selbst getötet. Und das war mal lustig. Wir sagen, das war eine schöne Märchengeschichte aus Indien. Jesus ist wahrscheinlich auch eine kleine Märchenfigur. Habe ich geschehen nach eurem Glauben, was ich jetzt schon dreimal in dem Video erwähnt habe. Die Leute machen mal weiter und immer weiter, immer weiter. Warum ist es so? Weil in uns drin eine Instanz steckt. Der sogenannte Ego-Verstand. Der ist verliebt ins Unglück. Der ist verliebt in Krisen. Der ist verliebt in das Drama, kann man so sagen. Das sind die zwei Instanzen in unserem Körper. Wir haben zum einen ja diese göttliche Instanz, das Selbst. Und wir haben auch dieses Ego, wird natürlich abgetan im Materialismus, weil wir sind ja der Meinung, wir können dir alles super erklären, die Welt, wie sie ist, aber erst seit den letzten 150 Jahren. Davor war das klar, dass für die Menschen, dass wir letztendlich geistige Wesen sind, die spirituelle, die menschliche Erfahrung machen. Also spirituelle Wesen, die menschliche Erfahrung machen und nicht umgedreht. Man hat also komplett alles verdreht und das ist das Unglück, in dem die Menschen speziell in der westlichen Welt hier leben. Und deswegen ist meine Botschaft einfach nur die, geht rein in euer Herz, fasst mal euer Herz an, sagt mal Dankeschön. Sagt mal Danke, dass ihr überhaupt da seid. Dankeschön, dass ihr diesen Moment genießen könnt. Dankeschön, dass ihr in dieser Zeit der größten Transformation überhaupt hier leben könnt. Warum? Weil wir hier die größten Entwicklungen machen können. Andere große spirituelle Meister, die haben schon immer gesagt, und die würden sagen, wenn ich inkarnieren darf, möchte ich in diese Zeit inkarnieren. In diese Zeit, warum? Weil ich hier in kürzester Zeit die größten Entwicklungsmöglichkeiten habe. Mich kann Quantensprünge quasi kann ich in dieser Zeit machen, wenn ich nicht in der Angst bin. Das ist die einzige Bedingung. Wenn ich in der Liebe und Vertrauen bin und das runtergebrochen auf die normalen Leute, die sagen, ich muss auch meine Miete bezahlen, gucken, Gas, ist richtig. Aber wenn du jetzt in der Angst bist, hilft dich weiter? Wenn du krank bist zu Hause, wenn du wie meine Mutter jetzt im Krankenhaus liegst und auch nicht mehr weiter kannst? Oder kannst du vielleicht in Dankbarkeit und in Liebe, in Kooperation mit der Familie, mit Freunden und Bekannten dich zusammentun? In einer Gemeinschaft?
wie die Stammeskultur. Die Germanen kommen ja aus dieser Zeit, wo wir eigentlich mal herkamen, dass wir zusammen dabei sind und nicht übereinander herfallen wegen irgendwelchen Kleinigkeiten. Das ist ja gewollt. So kann man Menschen ja schön manipulieren und schön über sie herrschen, über Teile und Herrsche. Da ist der Punkt. Deswegen gibt es ja dieses wichtige Sprichwort: Wenn du dein Land verändern willst, beginn bei den Provinzen. Wenn du die Provinzen verändern willst, beginn in deinem Ort. Willst du den Ort verändern, beginn bei deiner Familie. Willst du deine Familie verändern, beginn bei dir selbst. Und das ist eigentlich so einfach und anscheinend so schwierig. Denk bei allem immer daran, was hinter uns liegt und was vor uns liegt, ist gar nichts im Vergleich zu dem, was sich in uns befindet und in uns liegt. In diesem Sinne, viel dringst das Video weiter und ich freue mich ganz besonders auf nächste Woche. Da werden wir ein mega Interview mit einer sehr bekannten Persönlichkeit, wird jeder von euch kennen, bei euch bringen. Bis zur nächsten Woche. Euer Heiko.